Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension von mir. Entschuldigt bitte das schlechte Licht, aber es wird heute einfach nicht hell und deswegen muss ich ein bisschen Licht dazu schalten. Ich möchte euch heute das neue Buch von Allen Sandberg vorstellen, Das Erbe. Das Ganze ist im Penguin Verlag erschienen für 15 Euro und hat etwas über 500 Seiten. Und hier geht es um Mona Lang. Das Ganze spielt in der Gegenwart im Spätsommer 2018. Und sie hat ganz überraschend von ihrer Großtante Clara ein großes Haus geerbt. Es ist wirklich ein sehr großes Haus in München-Schwabing. Es ist sehr viel wert. Es lebt auch von den Mieteinnahmen natürlich. Und die Großtante hinterlässt ihr sozusagen die Nachricht, sie wird schon das Richtige damit tun. Und das verwirrt Mona ein wenig, denn erstens hat sie nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt was erbt und dann halt diese Nachricht dazu. Ja, und je länger sie sich sozusagen mit der Geschichte des Hauses beschäftigt, umso mehr kommt sie einem Geheimnis auf die Spur, das sich knapp 70 Jahre zuvor ereignet hat. Nämlich, mal eben gerade rechnen, ich glaube 80 Jahre. 80 Jahre zuvor ereignet hat, im selben Haus. Denn das war das Elternhaus von Clara. Clara ist die Großtante, von der sie das Haus geerbt hat. Und je mehr sie sich aber mit dieser Geschichte beschäftigt, umso mehr kommt sie halt diesem Geheimnis auf die Spur. Und sie muss sich halt entscheiden, will sie das Erbe antreten oder will sie das Richtige tun? Und was ist das Richtige in diesem Fall? Mir hat diese Geschichte wahnsinnig gut gefallen. Es spielt auch 1938 und geht dann halt auch noch einige Jahre weiter. Und es wechselt halt immer zwischen diesen zwei Zeitebenen, was ich ja immer sehr gerne habe. Die Geschichte an sich fand ich richtig toll. Mona beschäftigt sich gerade mit diesem Erbe. Dann zerbricht auch noch ihre langjährige Beziehung und sie hat halt einiges zu bewältigen. Sie zieht dann auch in das Haus ein. Ja, und dann kommt halt eins zum anderen und es war eine sehr interessante Geschichte. Es hatte aber auch so ein bisschen seine Längen, muss ich sagen. Also mir hätte das Buch noch wesentlich besser gefallen, wenn es ein bisschen weniger Seiten gehabt hätte. Denn irgendwann war es doch ein wenig langgezogen. Aber insgesamt war es wieder ein ganz toller Roman von der Autorin. Mir haben ihre Romane ja bisher immer alle sehr gut gefallen. Auch dieses hat wieder 4,5 Sterne von mir bekommen. Also eine absolute Leseempfehlung von mir. Ich kann auch das Hörbuch empfehlen. Das wird von Thomas M. Meinhardt gesprochen. Und insgesamt eine ganz tolle Geschichte über zwei Familien zu Kriegszeiten. Es geht auch um Judentum. Es geht um mehr oder weniger Enteignung. Und und viel um Familie, ob man mit aller Kraft Teil einer Familie bleiben möchte, in der man sich nicht wohlfühlt und in der man nicht akzeptiert wird. Mona kommt dann auch noch einem Geheimnis, was sie selbst betrifft, auf die Spur. Und ja, wie gesagt, also mich konnte die Geschichte absolut begeistern. Wie gesagt, ein paar Längen waren drin, aber nichtsdestotrotz eine ganz tolle Familiengeschichte in mehreren Zeitebenen, welches 4,5 Sterne von mir bekommen hat. Von daher kann ich euch auf jeden Fall dieses Buch ans Herz legen und ich verlinke es euch auch in der Infobox, wenn ihr es euch näher anschauen wollt. Und ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen, sie hat euch weitergeholfen. Dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen.
Und auch über eure Kommentare freue ich mich natürlich sehr, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr es noch lesen möchtet oder ob ihr schon andere Bücher der Autorin gelesen habt. Und ja, das soll es dann auch von meiner Rezension gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, tschüss!